Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von dem American Truck Simulator. Ich habe in der letzten Folge haben wir viele Steam-Nachrichten bekommen. Das habe ich mittlerweile abgestellt, denn das war ja doch ein bisschen nervig. Also ich bin nicht offline gegangen, sondern habe einfach den Sound ausgemacht. Das geht in den Einstellungen. Deswegen, das ist ja dann die bessere Möglichkeit. So, mal gucken, wie lange wir noch fahren. ...65 sind erlaubt, dann fahren wir also jetzt gleich auf 65. Das schwankt aber oft, oder? Manchmal 75, manchmal 65. Ich wurde gebeten in den Kommentaren oft mal das ganze System hier auf Kilometer umzustellen. Aber finde ich irgendwie blöd. Wenn wir den American Truck Simulator spielen, dann ist doch blöd mit Kilometern, oder? Ah! Stopp, stopp, stopp! Ah, puh, hat mich die Ampel gerettet. Müssen wir jetzt auch noch rüberkommen irgendwie. So. Einmal abbiegen. So. Und dann fahren wir weiter. Wir hatten ja, als ich mit Josh aufgenommen habe, also ja, da haben wir kurz den Fehler gemacht, uns zur Politik zu äußern. Und es gibt ja so bestimmte Sachen, die sollte man, das sind so ungeschriebene Gesetze auf YouTube, die sollte man nicht ansprechen und dazu gehört Politik. Und wir haben, da bin ich aber auch irgendwie, da stehe ich noch immer zu, wir haben da über die AfD geredet, dass die blöd ist und so, wir haben das auch entsprechend begründet. Ich meine, das liegt ja auch irgendwie auf der Hand. Und dann kamen tatsächlich Kommentare, die eher AfD-Sympathisanten waren. Und das tut mir irgendwie so ein bisschen leid für die Leute, weil ich verstehe nicht, was an dieser Partei gut sein soll, aber man kann auch nicht sagen, gut, wenn das die eigene Meinung ist, in Gottes Namen, weil diese Partei reitet uns alle, auf Deutsch gesagt, in die Scheiße. Das ist ja nichts. Die haben ja keine Inhalte oder sowas. Das ist ja einfach nur Blödsinn, was die da verstreuen. Also es ist wirklich, da bin ich auch sehr, sehr direkt. Das ist ja, da ist nichts drin. Die wollen, dass die Frau wieder am Herd steht, dass am besten keine Ausländer in Deutschland leben. Und haben auch allgemein ein rückschrittliches Bild. Die wollen den Geschichtsunterricht umformen, weniger Nationalsozialismus, dafür mehr Bismarck oder sowas. Totaler Blödsinn. Oh, niedriger Tankfüllstand. Noch so andere Schoten, also das ist wirklich. Es gibt meiner Meinung nach keinen einzigen Grund, diese Partei zu wählen. Kein Grund. Oh. Wann kommt denn hier eine Tankstelle? Ah, hier ist nochmal eine. Okay, mal gucken, ob wir es bis dahin schaffen, aber denke ich. Weil noch ein bisschen. Wir haben noch 90 Meilen könnten wir noch fahren. Und wir brauchen nur noch 30, deswegen passt das noch. Aber ich hätte natürlich auch früher tanken können. Naja, jedenfalls, das ist so eine Sache, also da verstehe ich auch die Leute nicht, die wählen. Ich habe auch das Gefühl, den meisten geht es gar nicht darum, oder den meisten ist auch gar nicht so wichtig, dass es eine richtig dumme Partei ist, mit richtig dummen Leuten, die da drin sind, die einfach nichts an politischen Zielen haben, sondern nur Hass und Rückständigkeit irgendwie verbreiten wollen, beziehungsweise zum Ziel haben, weil irgendwie dieses total veraltete Frauenbild, was sie da haben, das ist ja,
weiß ich nicht. Ich dachte, da wären wir schon drüber weg. Also es ist ja auch kein Vorteil für die Gesellschaft oder sowas. Allgemein, ergeben sich aus deren Vorschläge, Anti-Islam und sowas, ja keine Vorteile für eine Gesellschaft. Das ist ja, das löst keine Probleme, sondern macht nur noch mehr Probleme. Wenn man das sagt, dann wird man oft als unwissend oder als unintelligent dargestellt von entsprechenden AfD-Gegnern. Aber es ist ja so. Deswegen, diese Partei, das ist einfach großer Mist. So, ich weiß, dass ich jetzt eigentlich links abbiegen müsste, aber ich möchte ja hier zur Tankstelle. Das ist aber schön gemacht hier in Arizona. Das ist ein bisschen verwinkelter. Finde ich gut. Ja. Ich habe eben noch einen Satz angefangen, aber den nicht vernünftig zu Ende gebracht. Weiß nicht mehr genau. Naja. Also ich sag ja auch immer, shit. Ich fahr mal lieber hier. Na, geht auch nicht. Ist alles zu lang. Ah, komm. Frisch aus der Wartung und dann so ein Schmarrn hier. Also ich habe da eine ziemlich klare Meinung dazu. Vielleicht habt ihr eine andere, dann schreibt sie meinetwegen in die Kommentare, solange das nicht diskriminierend oder rassistisch ist oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass diese Partei irgendwas an Fortschritt bringen wird und ich glaube auch nicht, dass sie irgendwas an Lösung bereithält oder irgendwas an Lösung hat. Also das, da ist von vorn bis hinten ist das einfach nur. Ich habe auch das Gefühl, die oberen. Ach genau, eine Sache hatte ich angefangen und die habe ich nicht ganz zu Ende gebracht. Ich glaube, den meisten ist entweder nicht bewusst oder die ignorieren das mehr oder weniger, dass diese Partei ja durchaus rassistisch bzw. diskriminierende Inhalte hat. Den meisten Unterstützern geht es, glaube ich, nur darum, irgendwas umzustoßen. Denen geht es nur darum, den aktuellen Parteien, man sagt ja immer etablierten Parteien, irgendwie einen auszuwischen. Und ja, es ist ja auch nicht gerade intelligent, was manche Sachen oder ja, was manche Gesetze so vorsehen. In einem Land, wo die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander klafft, ist es vielleicht sowas wie TTIP oder sowas vielleicht nicht unbedingt das Sinnvollste, was nur vermutlich nur wenige begünstigt. Das gebe ich ja zu. Aber die AfD ist nicht die Alternative. Die glaubt, sie wäre die Alternative, aber die ist das Ende. Das ist eine totale Katastrophe. Mich nerven auch viele Vorschläge da. Das, vielen Politikern, die in dieser AfD sind, geht es, glaube ich, auch nur um diesen Machtfaktor. Und wenn ich diese komische Petri da sehe in irgendwelchen Talkshows, dann sehe ich noch weniger Gründe, diese Partei zu wählen, weil die ist unfassbar arrogant, finde ich. Die tritt immer unfassbar arrogant auf und meint immer, alle belehren zu müssen, aber Fakten werden ja von der AfD umgedreht in den meisten Fällen. Aber es ist vielleicht auch ein Fehler, dass man dieser Partei, vielleicht ist es auch ein Fehler, dass ich das überhaupt erwähne, weil diese Partei bekommt irgendwie auch viel zu viel Aufmerksamkeit, beziehungsweise der wird viel zu viel Raum eingeordnet. Wobei, eine Sache mache ich ja nicht, ich reg mich nicht über eine bestimmte konkrete These von denen auf.
Denn das ist so ein bisschen wie bei Trump, habe ich oft das Gefühl. Der Trump, der weiß genau, wie man in die Medien kommt. Der ist ein Spinner, das wissen wir alle. Aber und so, wir machen hier wieder den. Aber der weiß genau, wie man in die Medien kommt und hat es nur durch seine steilen Thesen geschafft, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Und so ein bisschen verfolgt die AfD auch die Strategie. Die haben einfach die absurdesten Dinger und schaffen es damit, immer wieder in die Medien zu kommen. Viele Medien unterschätzen das, denn negative PR ist auch PR. Deswegen, also meine Meinung ist, glaube ich, ganz deutlich zu dem Thema rausgekommen. Ja, wie gesagt, wenn ihr da eine andere Meinung habt, aber ich glaube nicht, dass man da als vernünftiger Mensch eine andere Meinung zu haben kann, weil diese Partei ist großer Mist. Da ist nix. Was soll die bringen für Deutschland? Atomkraft. Ob das so toll ist, ich weiß es nicht. Boah, draußen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber es ist... Ich habe hier gerade Lärmbelästigung. Da wird nämlich zwei Häuser weiter ein Haus gebaut. Komm, machen wir das mal. Das sehen wir auch noch ein paar Sachen. Das ist doch gut. Da wird ein Haus gebaut und es ist wirklich anstrengend. Naja, muss man jetzt durch. Und die ziehen das erstaunlich schnell hoch. Ich hoffe, dass das bald auch dann mal beendet ist. So, dann nehmen wir den Auftrag an. Und dann fahren wir. Moment, links rum, genau. Ach, das ist ja nur ein kleiner Anhänger, das ist doch super. Dann können wir auch mal vernünftig, ach, das ist doch ein Screenshot wert, oder? Würde ich doch mal so behaupten, das ist doch super. Aber irgendwie diese Haube da, die ist irgendwie, also hübsch sieht die nicht aus, aber wenn die irgendwas bringt, von wegen Aerodynamik und so, dann meinetwegen. Das war knapp, aber es hat funktioniert. So, ja, dann fahren wir mal. Dann können wir auch mal wieder vernünftig einparken mit so einem kleinen Ding. So, jetzt werden die Aufträge auch langsam ein bisschen länger. Das merkt er. 300 Meilen mittlerweile. Ah. Scharfer Abbremser. Upsala. Ja komm, fahr. Ach ja, ach ja. Doch, der American Truck Simulator, den muss ich mal öfter aufnehmen. Er ist wirklich entspannt. Ich glaube, das ist auch der Reiz vieler Leute. Das ist auch der Grund, warum das Spiel so erfolgreich ist. Das ist ja nicht... So. Dürfen wir oder dürfen wir nicht? Ich glaube, ich werde irgendwann mal dann vermutlich die erste Folge, die ich jetzt von der neuen Staffel aufgenommen habe,
werde ich Make American Truck Simulator Great Again nennen. Das ist so ein gelungener Titel, oder? Ach, vielleicht auch nicht. Ja, genau, ich glaube, der Reiz des Spiels ist es, für viele, dass man sich nach dem Feierabend, oder im Feierabend, ja, nach dem Feierabend hinsetzen kann, Computer anschmeißen kann, bisschen Musik anmachen kann hier im Spiel und dann losfahren kann und sich dabei nicht mit blöder Grafik oder ruckelnden Inhalten oder sowas rumschlagen muss, sondern einfach fahren kann und Spaß haben kann und so entspannen kann. Ich glaube, das ist wirklich... Es war risikoreich, weil ich mich nicht umgeschaut habe. Das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt. Und das ist, also diese Sache ist maßgeblich verantwortlich für den Erfolg dieses Spiels, glaube ich. Das freut mich ja auch. Jetzt fehlt nur noch der Euro Coach Simulator. Die Welt ist ja vermutlich schon fertig. Oder fast fertig. Gut, ich würde sagen, wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss.